an Dan von Smoky Goodness, dass er heute meinen Anfangspart übernommen hat. Wer den Kanal von Dan noch nicht kennt, sollte den schleunigst abonnieren. Aber was gibt's heute? Heute gibt es Lachsburger von der Zedernholzplanke. Und so sieht das Ganze aus, wenn der Verzehr fertig ist. Was müssen wir dafür tun? Wir beginnen mit einer Zedernholzplanke, die wir erstmal wässern, am besten ein paar Stunden bevor wir grillen. Das sind unsere beiden Lachsstücke, die wir mit etwas Olivenöl beträufeln. Zusätzlich geben wir noch den Saft einer halben Limette oben drüber und ein bisschen Gewürzmischung, Salz, Pfeffer, getrocknete Kräuter. Ich habe hier eine fertige Gewürzmischung von Steak Champ genommen. Es geht aber auch, dass ihr da etwas selber mischt. Oder einfach Salz und Pfeffer. Danach legen wir die Zedernholzplanke auf den Grill. Werfen wir einen Blick auf die Ventileinstellungen, da werde ich oft nachgefragt. Unten ist jetzt ein Fingerbreit auf, eingeregelt ist er auf 170 Grad und oben sind die Ventile ganz auf. Ein Bestandteil des Burgers wird noch etwas Salat sein, den mixen wir einfach spartanisch mit etwas Olivenöl, etwas Apfelbalsamessig. Der Hauptgeschmack soll ja von der Soße und vom Lachs kommen. Für die Soße benötigen wir 3 Esslöffel Naturjoghurt, 2 Esslöffel Senf, den Saft einer halben Limette, eine Prise Zucker, einen halben Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel schwarzen gemahlenen Pfeffer. Und etwa 2 gehackte Knoblauchzehen. Man kann es auch weniger Knoblauch nehmen. Ich mag es da eher knoblauchmäßig. Dann dazu noch einen Esslöffel Honig für die Süße und etwas gehackten Dill. Dill passt hervorragend zu Lachs und generell zu Fisch. In Kombination mit Senf und Limette und Honig eine tolle Mischung. Das Ganze einmal durchrühren, durchziehen lassen und fertig ist unsere Burgersoße. Nach etwa 10 Minuten, wenn der Lachs schon angegrillt ist, geben wir noch ein paar Zweige Dill oben drüber. Diese trocknen sehr schnell aus, deshalb gebe ich diese immer gerne in der Mitte mit dabei. Nach etwa 20 bis 25 Minuten kann man die Burger Buns mit auf den Grill geben, um diese kurz etwas anzurösten. Ihr wisst ja wahrscheinlich selber, wie die ungefähr aussehen müssen, bis sie gut sind. Nicht zu lange drauf, damit die nicht verkohlen, das geht schnell. Man sieht schon herrlich, wie die Zedernholzplanke raucht. Ja, das ist der Fisch, kurz bevor er dann auch fertig ist. Man kann dann die Dillzweige entfernen. Man sieht, sie sind schon etwas fester. Man kann selbstverständlich auch den Lachs nach Kerntemperatur grillen, dann würde ich ihn so auf ca. 65 Grad grillen. Man kann aber auch den Drucktest machen, wenn man an einer Stelle drückt und er bricht in Teile, dann ist er gut. Kommen wir zum Burgerbau. Wir beginnen mit unserer Mischung aus Frisee-Salat, Radicchio und Feldsalat und geben ein Stück von dem Lachs drauf. Danach packen wir ein paar Scheiben Schalotten mit drauf, die habe ich in der Zwischenzeit fein geschnitten. Dann einen großzügigen Klecks von unserer Soße auf beide Burger verteilen. Den oberen Teil des Buns drauf. Und fertig ist unser Lachsburger. Ich finde, er schmeckt sensationell, sieht super aus,
Das solltet ihr unbedingt mal nachmachen. Insbesondere die Soße ist richtig lecker. Bleibt wieder auf meinen Blog zu verweisen, 0815barbecue.com oder aber auf meine Fanseiten Twitter, Google Plus und Facebook. Vergesst nicht den Kanal von Dan von Smoky Goodness. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf Abonnieren klicken, auf Like oder mir einen Kommentar hinterlassen. Ich bin raus, euer Markus.